Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und wir befinden uns immer noch auf der Suche sozusagen, auf der Mission Sir Banda nach zum Schicksalsberg zu bringen, wollte ich gerade sagen, zur Schattenfeste. Was machen wir jetzt? So, wir gucken nochmal auf die Karte. Jetzt hier reingehen, ist ja Quatsch. Weißt du, wir müssen Dorlengs. Kommt, Leute, wir schaffen das. Wichtig für uns, dass wir das mal beenden hier, denn wir wollen ja auch nicht ewig in dieser Quest hängen. Und danach geht's weiter mit der Hauptquest. Wander, ne? So. Und wir gehen hier längs. Wir gehen an diesen blöden Viecher da hinten vorbei. Das würde wieder ewig da, obwohl, da laufen die auch rum. Obwohl, die haben uns hier noch nicht gesehen, oder? Doch, die haben uns gesehen, okay. Ja. Moment, komm. Oh, hier liegt auch was. Gehen wir mal rein. Das ist eine Truhe. I'll warrant this was a proud wall once. Perhaps there's art nearby yet. Drachengeifer. Giftflasche, okay, kann man auch mal gebrauchen. Jetzt sind wir hier irgendwie zu weit abgekommen, oder? Sollen wir nicht auch runter? Wir sollen ja eigentlich oben längs. Zack, komm. Müssen wir leider bei den Viechern so ein bisschen vorbei. Um da rüber zu kommen. Hui! Siehst du? Schafft ihr es auch? Da kommt. So, das müsste der richtige Weg jetzt sein, ne? Genau. So, wir suchen den Weg mal da oben wieder. Die Wüste, nein. Gut. Ja, sagen, was man will, aber dieses Gebiet ist einfach gigantisch groß, oder? Wirklich gigantisch groß. Oh, was liegt denn da? Oh, da ist der Greif. Oh. Und dann greift er uns nochmal an. Oh, Warwick. Oben fliegt er. Er ist da oben. Bleib hier. Rennt doch nicht zu ihm hin. Warum rennen die jetzt alle da zu ihm hin? Da kommt doch eh hier runter. Kommt. Wir gehen hier bei dem Weg längs. Scheiß auf den Typen. Wenn er uns nochmal angreift, dann greift er uns an. Und wenn nicht, dann nicht. Weil man sieht, hat er hier wirklich einiges in die gemetzelt. Okay, wenn man sieht, er hat ja wirklich gewütet. Naja, das steht ja auch damit bei der Quest, dass man einen Greifen finden kann oder der einen dazwischen kommen kann. Kurz mal auf die Karte gucken. Dann müssen wir mal ein bisschen mehr da hoch. Büffel lassen wir mal, die tun uns ja eh nichts. Wüsst ihr jetzt auch nicht, wie wir hätten den Greifen anfangen können, angreifen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dabei war. Warte mal, ich guck mal kurz. Bei den Aufträgen, da stand irgendwas mit so einem Greifen. Da, siegreicher Greif, einmal Belohnung. Reist zu ihrer Arbeit im Süden von Grancis. Okay, das machen wir jetzt. So. Ja, da kommt der Weg. Bären. Ein bisschen schneller. Wie wollen wir dich dahin bringen? So, wollen wir mal gucken. Da hoch? Mann, ich. Ja, da müssen wir hoch. Okay. Gut. Ein Goblin.
Ah, da, okay. Da rein. Ah, ich hab eine kleine Kiste bewacht hier. Und? Verstummungspfeil, okay. Ah, komm schon. So, es geht weiter. Ja, alles mitnehmen, was so kommt, ne? Aber meine Vasallen werde ich auch später mal austauschen. Kann ich die ganze Zeit mit dem gleichen rumlaufen. Das war der richtige Weg. Wir kommen langsam näher, das ist schon mal gut. Aber keine Lust mehr, da rumzureisen. Ich möchte die Quest einfach nur abgeben. Oh! Ah, warte. Oh! Da haben wir nur drauf in die Sau. Ich hab auch gar keine Dings mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Scheiße! Oh, das ist super. Perfekt! So, kurz die Karte gucken, müssen wir hier hoch? Yes! So, da oben war das Lager, da können wir gleich uns kurz mal auffrischen. Wo zur Schattenfeste reingehen. Oder habe ich die Karte falsch gesehen? Ja, genau. Hier links? Hä? Okay. Oh. Ist doch langsam dunkel, ist vielleicht gut, wenn wir da eine Rast machen. Hoch. Ja, die Dunkelheit ist nicht nur so mein Freund hier. Ein paar Mal aufgefallen, dass das nicht so ist. This path runs the canyon floor. We'll need to stay wary. Jo, da hinten ist aber das Lager, oder? Ist das falsch bedeutet? Ah, okay. Ah, kommen wir schon hin. Keep an eye, turn to the shadows. Da hinten ist das Lager, sehe ich schon. Guck. Lass mal da hinlaufen. The canyon floor is an apt spot to find ourselves. Hallo! So, jetzt wollen wir uns ein bisschen hinflezen hier. Können wir mal kurz hier gucken. Stuhl des Wissens. Ich diene allenthalben als euer Schild, ihr Vector. Findet ihr einen Gefallen? Nein. Ihr wünscht, ich werde künftig von solchen Aktionen Abstand nehmen. Ja.
Versuche jeder Situation zu sprechen und zu schweigen. Soll ich sofort fahren? Ja. In welchem Tonfall soll ich euch meine Hilfe anbieten, falls ihr im Kampf gefallen seid? In welchem Tonfall soll ich euch, falls ihr im Kampf gefallen seid? Angriffslos. Wie soll ich auf eure Befehle antworten? Wortkarg. Super. So, jetzt müssen wir hier aber irgendwie mal ein bisschen, was hat der denn da? Mal gucken, was er noch hat für uns. Werkzeuge. Bei den Waffen. Ah, ist, wir brauchen können so richtig. LED. Nicht so viel besser. Bogen ist natürlich besser als das, was wir jetzt haben. Schattenwolfbogen. Kauf den einfach mal. Ja. Noch. Stärke plus 3, Magie plus 0. Kettenpanzer, Armschutz. Bauen wir mit. Kann nicht schaden. Ich glaube, das ist erstmal nur für meine. Mal für den anderen muss ich gleich mal gucken. Hm. Okay, gute Hose. Schlagwischern plus 10. Das ist wirklich schwierig. Rotleder-Schenkelschutz. Nicht viel mehr ist es ja auch nicht. Da kriegen wir bestimmt noch was Besseres. Gibt's gar nichts, okay. Gehen wir mal. Elektra, was können wir für ihr nochmal finden? Schon so recht gut ausgestattet anscheinend. Oh, das wäre doch was für sie. 19.000 kostet das zwar, aber es wäre perfekt. Magie, 314. Den nehmen wir auch mit. Materialien. Werkzeuge, aber auch nicht. Vielleicht ein bisschen was zur Heilung noch mal kaufen. So, nein. Wir wollen die Sachen kaufen. Super. Kasse. Super. Ja. Ausrüstung. So, kleines, nettes Ding. Jetzt den. Hansen. Wir gehen auf den Bogen und müssen den nachher mal aufrüsten. Das können wir aber erst im Dorf machen wieder oder in der Stadt. Das brauchen wir nicht. Oder das andere haben wir. Top. Freut mich. Können wir auch was verkaufen bei denen. Da haben wir bestimmt ganz viel Schrott noch dabei. Das wollen wir nicht verkaufen. Was haben die irgendwas, was wir verkaufen können?
Verkaufen wir das mal. Zack. Wir haben schon Kohle eingenommen. So, wir wollen uns ausruhen. So, ruhen wir uns zum Morgen. Ich finde es schön, am Hellen rumzulaufen. So, wo ist denn der Typ? Ja, ganz kurz nochmal die Reden. Fertigkeiten, können wir noch ein paar lernen. Jetzt haben wir natürlich wieder was gesammelt erstmal. Elektra kann ja auch mal was Neues lernen. Kamin des Grauens. Feuerball. Erzeugt eine turmhohle Flammenwand von geringer Stärke, die den Gegner jedoch mit Leichtigkeit in Brand steckt. Blitzgeißel. Irgendwas mit Feuer will ich haben. Kunst des Feuers. Feuert einen magischen Blitz ab, der die Waffe eines Verbündeten im Feuer verstärkt. Nicht verkehrt, ne? Dunkle Kunst. Feuert einen magischen Blitz ab, der die Waffe eines... Moment. Bündel aktiven Zauber, das andere ist zu einer Explosion, die vom Boden der Luft aus aufgefallen starb. Magisches Argens. Magische Energiekugeln umgeben den Anwender, die angreifende Gegner abwehren. Auch mit. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit reduziert die Erdanziehung und ermöglicht eine weiche Landung. Leichtmut erhöht die Magie an der Schwelle zum Tod. Seligkeit erhöht die Dauer der Wirksamkeit von heilender Magie. Oh, das ist noch nicht schlecht. Wirkt Verzauberung, um Gegnern längere Zeit standhalten. Verringert den angesammelten Schaden, wenn der Anwender durch die 5 Erzmagie geschwächt wurde. Vermindert durch magische Angriffe erlittenen Schaden. Noch so viel Kohle, ne? Haben wir hier auch was mit. Mächtiger Feuerwehr, verbessert deutlich größerer Feuerwehr. Kamin des Grausens, eine erweitert den wir auch noch mit. Gut, ich will nochmal hier rein. Ne, da nicht, da rein. Wenn wir schon die ganze Kohle haben, dann machen wir das auch schon immer sonst mit. So, mehr haben wir nicht, ne? Ich könnte hier natürlich noch was machen, aber ich habe hier eigentlich auch nicht so viel, ne? Ein Dolchen, ja, da habe ich noch was. Sport mit gezügelter stürmt ihr auf den Gegner zu, umgarnen, Neubeginn. Elend. Wir gehen von überraschten Gegnern und solchen, die schlafen. Hemmschlittere. Mit gezückter Klinge werbt ihr durch die Luft. Besonders wirkungsvoll, wenn ihr bei der höheren Position wärst. Na gut, das lassen wir erstmal so. Die Vorgeschworenen ist grundfertig, die euch im zweiten Sprung kraftvoll in die Höhe vorwärtsrolle. Das finde ich nicht schlecht. Gewandtheit anhöhen. Und andere Umgebungen können schneller klommen werden. Nehmen wir auch mit. Gucken, was wir da so haben. Also wir haben 100 Küsse, das finde ich ganz gut. Blitzender Pfeil, den können wir auch tauschen gegen... Ah, wir haben gar nichts damit gemacht. Okay. Ständigkeit. Gewandtheit. Dämpfung. Und Schneid. Super. Und bei Elektra? Kunst des Feuers. Und dunkle Kunst. Und sekundär. Mächtiger Feuerball. Und mehr haben wir nicht, ne? Ermittlung, Seligkeit, Ewigung. So, alle reingesetzt. Gut. Gut, jetzt müssten wir... Jetzt speichern wir nochmal kurz. Und dann eiern wir los und geben diese blöde Quest ab. Weiß nicht, was wir so lange dafür brauchen. So.
Warte. Genau. Die Richtung. Und dann kommen wir zur Schattenfeste. Alter. Naja, wir gehen ein bisschen außenrum. Wir wollen ja auch nicht gekillt werden hier im Sumpf, ne? Ich muss auch irgendwann im nächsten Dorf in diesem blöden Hut loswerden. Der sieht echt Panne aus. Aber irgendwie auch lustig. So, da hinten ist ein riesen Vogel, habe ich gerade gesehen. Ja. Drache, das heißt, wir müssen hier längs gehen. Um ihn rum. Durchgehen. Wir müssen ja einmal außen rumgehen, kann das sein? Komm, wir laufen hier links. Ah, ich gerade aufgestiegen, super. Komm, hier längs. Wir gehen hier weiter. Ihr folgt mir einfach. Ich kenne den Weg. So, hier müssen wir noch ein paar Goblins killen. Oh. Okay, hier geht's auch. Die sind ganz gut, die Leute, die wir dabei haben, oder? Machen sie richtig viel Dampf hier. So, gehen jetzt hier durch. So, wieder bei der Schattenfeste gleich. Oh, da müssen wir gucken, was Bern dort machen möchte. Wow, sieht schon ganz cool aus, ne? Die Schattenfeste da. Aber da führt auch kein richtiger Weg hin. Das ist einfach so ein riesen Gebäude einfach mal irgendwo mittendrin, oder? Not crazy. So. Auftrag gemeistert, das ist Kohle und Erfahrungspunkte. Gut. Haben wir? Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, das haben wir jetzt gemacht und in der nächsten Folge können wir endlich mal eine Hauptquest weitermachen. Vielen Dank und bis dahin, tschüss.